Naja, mach mal, bin ich aber ruhig. Wie unfair. Alter, hier ist ein Wirbelsturm unterwegs. Deswegen sind die Leichen hier gerade so hin und her geflogen. Ich bin drin. Nur noch ein paar Minuten. Alter, wie schnell er rennen kann. Ich gebe dir Deckung. An alle Einheiten. Wir haben einen Eindringling im System. Schaltet ihn aus. An alle Einheiten. Rico? Mach einfach weiter. Herr Rico, ich habe eine Probleme. Alter, der Sandsturm, der ist crazy. Ich glaube, so sehen mich die Typen okay, hier auch nicht. Dann mal los. Ach doch. Wumm. Ja, mach mal. Ja, der Sandsturm, der fordert seine Tribute, oder wie sagt man? Ist ja einfach. Ich weiß gar nicht, ob der random ist, der Sandsturm. Also hast du natürlich deine Vorteile. Die Geschütztürme hier in der Gegend gehören jetzt uns. Bleiben noch zwei. Einfach wie diese. Wie einfach diese Helikopterteile rumgeflogen sind. Oh. Schnell weg! Der ist schlau. Muss ich ehrlich sagen. Euch stört es auch nicht, oder? Ich muss mich erstmal um den Heli kümmern. Alter, da sind drei so eine Dinger, die einen anderen Helikopter locker hin und her gezogen hätten. Ey, mein Auto haut ab. Lass meinen Hacker in Ruhe. Er gehört mir ganz allein. Ja, wir brauchen echt ein Auto, ne? Andere habe ich jetzt leider versenkt. Naja, gut, dann nehmen wir hier den. Fiat Ducato. Oh, fuck. La, la, la. So, sorry. Sorry, but I'm not very into this radio. Moin. Moin. Oh, shit. Hätte ich nicht hupen dürfen? Auf ein Geländewagen? Ach, sehr gut. Ist ja wie der Polo, der Cross-Polo, der einen Millimeter höher ist. Und deswegen Cross heißt. Aus dem Weg! Schade, ich wollte eigentlich umfahren, aber naja. Da, da ist noch eine Konsole. Na denn. Jeder tut seinen Job. Ja gut, normalerweise. Verzeihung. Normalerweise, ne? Why not? Wir sinken oder stürzen ab? Man musste dich aber mal festlegen. Oh, wir bräuchten einen neuen Helikopter. Fallschirm! Danke! Du musst ein bisschen auf der Ecke aufpassen, glaube ich, ne? Warum trifft denn der auch immer? Vor allem, wer schießt denn da überhaupt? Ach, das hässliche Ding da. Kriegt das eigentlich kaputt? Nee, ne? Ach doch, cool. Ach komm. So, da oben habe ich auch einen perfekt geparkt. Einen fast kaputten. Oh. Fertig. Ich glaube, am besten fahre ich echt immer damit, wenn ich die Scheißdinge abstürzen lasse. Oh, geil. Ach, der hat jetzt schon umprogrammiert. Alter. Machen wir mal eine Punktlandung. Kann man nichts sagen, ne? Oh, Alter. Geil. Oh, der wartet hier schon. Ja, sorry, Mensch. Unser Auto hier. Wisst ihr, wie es ist? Och, nö. Ist das Ding gegen uns?
Oh, okay. Das reicht mir als Antwort. Ich möchte gerne einsteigen, hallo. Funktioniert. Hallo? Hä? Ach so, jetzt. So, Minfrendo. Möchten Sie mitfahren? Genügt es dir etwa nicht? Oder warum zögerst du so und guckst mit herabsenkender Miene? So, einmal der Route folgen. Oh. Lass mir Ruhe. So, bring den Hacker zur Konsole. Die Mission mag ich immer nicht, weil da muss man so auf viele Sachen aufpassen. Du musst erstmal deinen eigenen Arsch retten. Dann musst du aufpassen, dass der Hacker heile bleibt. Oh. Ja. Alter, da muss er einer sagen, dass ich nicht Auto fahren kann. Das ist die letzte. Ja, denn lass ihn hier umbringen. Oh Mann. Hä, warum mach ich die Knarre jetzt? Wollt ihr gar nicht. Alter, was ist los mit euch hier? Hä? Ich wollte einsteigen. Nicht mit dem Suit. Verdammt! Alter, was ist los hier? Ey, so schnell wie die da waren, sind die auch wieder weg, oder was? Jungs! Ich will die Knarre nicht mehr. Und irgendwo muss ja noch einer sein. Da. Das reicht mir. Die Knarre mag ich nicht, ich will mein SMG wieder. Wie geil. Er rollt sich da rum wie mit seiner Fassrolle. So, vielen Dank. Die nehme ich. Ey, lass uns mal den Hacker in Ruhe. Finde ich gar nicht in Ordnung. Er kann auch nicht treffen. Oh, Sniper. Cool. Ah, schön ist, hier können keine Helikopter großartig nerven. Können ja sowieso nicht mehr angreifen. Also, nicht wirklich. Genau. Immer schön aufs Fressbrett. Ist ja geil, jetzt wollen wir ja fast gar nicht mehr kümmern. Die Bodentruppen werden abgewehrt, die Flugzeuge werden sowieso schon weggeschnitzelt von denen da oben. Und ich brauche jetzt eigentlich nur noch warten. Du schaffst das. Ich klopfe ihn gerade auf die Schulter, du schaffst geschafft. Das. Geschafft! Jetzt gehören die Geschütztürme uns. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Alter, wir haben schon 11 Truppen. Geil, jetzt können wir das hier machen. Dann können wir das, glaube ich, einnehmen. Operation Ilapa. Das ist die. Aber da muss ich erst vorher noch... Sandstachel ist ja denn die hier. Genau, Sandstachel. Gut, dann werde ich die fortführen. Und das ist hier Windläufer. Und hier muss ich Windläufer und... Ne, hier. Hier muss ich Windläufer und Sandstachel. Nice, dann geht's ja voran. Und hier müssen wir... Sandstachel. Gut, dann machen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Dann machen wir das hier. Dann können wir das nämlich gleich einnehmen. Und dann können wir uns hier unten um die Mission kümmern. Und dann aufs Fressbrett. Geil. Geht voran. Gute Arbeit. Ach, was wollte ich jetzt? Hier, die wollte ich. Da mache ich jetzt hier. Komm. Oder hole ich mir einen schönen Heli? Ach nee, komm. Ah, scheiße, ich habe die Umfrage vergessen. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ich wollte eigentlich den... Ich wollte eigentlich den Linkshoff fragen, was die Erfahrung mit den Rebellen ist. Hm, ist ja doof. Ach, so ist eigentlich meine... What's going on? I'm under the fire. Befinden sich immer meine Vollnachschuldiger von 25%, 50% schneller geliefert. Alter, ist das der Turm da oben? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wir könnten hier was haben. Schau mir das mal an. Ja, leck mich am Arsch. Mal hier diese Pro-Sniper. Mehr als Pro-Sniper. Euch werde ich noch in den Arsch treten. Also, hm? Seid mal ein bisschen vorsichtiger, was er sagt. Los, ab in den Zug, Rico. Und okay. Halt ihn am Laufen, bis ihr den Abkoppelpunkt erreicht habt. Das hört sich ja gut an. Follow the damn train! Na? Hallo? Achso.
So, ich wollte nur ein bisschen von der Kante weg, damit ich hier nicht so... Na toll. Haha. Da! Ich bin an Bord des Zugs. Er fährt vollautomatisch. Ach so, stimmt. Aber die Geschütze werden von der schwarzen Hand bemannt. Ich glaube, deren Fahrscheine sind abgelaufen. Okay, sehe ich auch so. Ein Zug wurde entführt. Ciao. Schickt sofort Hubschrauber los. Lebt er noch? Nee, gut. Oh, geil. Nicht selber fahren und schießen, das ist cool. Oh. Hätte ein echt guter Treffer werden können. Tschüss. So. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ah, ich kann nicht so weit hoch. Das ist wäre ein bisschen unfair. Ja, zur Not könnte ich auch immer noch aussteigen. So, das muss ich beschützen und das muss ich beschützen. Okay. Oh. So, drei Schüsse, dann sind die tot. Das ist gut. Oh, das haben sie schlau gemacht. Da wollten sie ein bisschen ablenken. Gut, dass der Zug, dass sie da hinten hinschießen. Oh, fuck, sorry. Ist ja unfair, ich will den Heli da oben treffen. Okay, das ist doch ein bisschen kompliziert. Alter, vor allem, weil der riesige Zirma ist. So. Geschütztür mit Sniper wahrscheinlich. Ah, schade. Hätten wir gerade fast den Rechchen rechtzeitig gekillt. So, Helikopter sind ein bisschen nerviger. Deswegen kümmere ich mich jetzt erstmal vorwiegend darum. Na. Oh, Vorsicht am Zug vorbei. Alter, was ist hier los? Ja gut, die treffen wahrscheinlich nicht. Oh doch, Alter, geil. Voll dumm gemacht. Du kannst ja, triffst die ganze Zeit dich selber. Der Zug bleibt gleich stehen. Sie versuchen euch am Außenposten festzuhalten. Ihr sie? Ja, da ist eine Konsole im Außenposten. Oh. Äpsel mich da ein, dann bringe ich das in Ordnung. Ey, ihr Lieblingswort ist Konsole. Ja, das Unfaire ist jetzt natürlich, jetzt muss ich Konsole hier machen, während die den Zug beballern, den ich beschützen muss. Los, setz uns wieder in Gang, Izzy. Nicht schießen, wir. Ah! Eine Sekunde davor. Jetzt ein bisschen später. Oh oh. Siehst du, das meine ich. Du schaffst es hier gar nicht rechtzeitig, dich hier einzunisten. Und währenddessen wird der Zug runtergeballert, um den du dich auch kümmern musst. Das finde ich halt so ein bisschen... Ah, viel. Und du weißt auch gar nicht, wo das überall alles herkommt. Alles klar, okay. So, meine Fresse, jetzt hier schnell. Wenn ich das schon wieder höre hier, Feuer. Der Zug fährt wieder. Das ist gut. Hier, ich möchte noch mit. Also wenn die schlau gewesen wären hier, dann hätten die sich hier reingesetzt. Gut, ich will ja hier nicht die Intelligenz in Frage stellen. Die Intelligenz der künstlichen Intelligenz. So. Okay, die Helis sind echt am nervigsten, vor allem. Na komm. Bums. Ich glaube, das Zielsystem ist nicht, nicht so akkurat. Ich glaube, das trifft. Das ist so wie dieses Vats von Fallout so ein bisschen. Du hast halt so diese Chance, wenn es 95% ist, ist es logisch, dass es trifft. Aber wenn die Chance, wenn der Gegner jetzt, sagen wir mal, wirklich ein Meter vor dir wäre und die Chance wäre durch irgendeinen Strohhalm, durch irgendeinen Fehler, okay, bei 1% würde er nicht treffen. Zieh den Stift raus oder schieß einfach drauf, um die Waggons zu trennen. Welche jetzt? Die hier oder was?
Okay, ich zieh den Stift raus. Kann ich eh drücken? Ach, ich muss wahrscheinlich, Oh, geil. Wow. Entgleisen gleich. Voll realistisch. Bam. Kritischer Punkt. Oh. Ich glaube. Du verpasst noch den Punkt, Rico. Was tut er? Ja, ich dachte ich. Hä? Muss ich die trennen oder was? Also beide voneinander trennen? Ui. Darf ich die schießen? Oh, bitte. Das wäre so geil. Da bin ich ein Kind. Cool. Muss ich selber fahren? Feindliche Kräfte versuchen, eine Waffenlieferung zu kapern. Sie muss sofort vernichtet werden. Vernichten hört sich gut an. Sieht aus, als würde die schwarze Hand das Ding lieber in die Luft jagen, als es uns zu überlassen. Ist ja mal wieder typisch. Halte sie auf, ich schicke Verstärkung. Boah, wie geil. Sargento, weise du Rico Ziele zu. Da braucht ihr gar keine Verstärkung. Schauen wir mal, was das Baby hier so drauf hat. Boah, ist das so realistisch wie bei Dings, ne? Ja, Sniper sind wieder unterwegs. Feuer nach eigenem Ermessen. Zurück auf eure Posten. Das Ziel ist verschwunden. Ja, ist wirklich verschwunden. Helis im Anflug, Rico. Pass auf. Die sind nicht mehr lange Helis. Alter, muss ich trotzdem dreimal treffen? Das Ding ist der Wahnsinn, Mira. Oh, soll ich die Verstärkung also zurückrufen? Ja, kannst du ruhig machen. Wäre ich jetzt nicht so mucklig mit. Ich glaube, ich habe die anderen Male nicht getroffen, deswegen. Hallo, grüß mir die Sonne. Wumms. Also wenn du die Gegner früh noch siehst, denn... Alter! Raketenwerfer auf dem Schrottplatz! Panzer sind unterwegs, werden in Kürze eintreffen. Rico, da fährt noch ein Zug auf der Strecke. Ich glaube, er will euch rammen. Das können sie vergessen. Schieß das Ding ab! Schieß es ab! Ja, wo denn? Oh. Das war knapp. Alter. Oh, er fliegt rückwärts. Wo sehe ich hier meine HP-Anzeige? Ach, da ist ein Raketenwerfer oben im Kirchturm. Da kommt noch ein Zug, Rico. Dieses Mal aus der anderen Richtung. Alles klar. Luftunterstützung ist unterwegs. Ach, guck mal hier. Ja, ist schon ganz schön. Ziemlich viel Kontenance hier. Boah, geil. Das war wohl nichts. Ein Fernschuss. Ach, hier ist die HP-Anzeige, sehe ich jetzt gerade erst. So, da höre ich doch irgendwo Drohnen, oder? Correct me if I'm wrong. If I'm wrong. So, das sind gute. Der stürzt ab, das ist auch leider ein guter. Das war ein roter. Boah, wenn es weiter nichts ist. Das Schöne ist, die kümmern sich jetzt eh gerade alle die ganze Zeit. Alter, lass mir Ruhe. Don't touch me. It's my personal space. Bumm. Ey. Ich finde die ein bisschen unrealistisch. Ich sehe hier einen Schatten. Aber gut. Und wir sind jetzt hier nur noch Rebellen. Ja, 6 Sekunden noch. Geil. Oh hier. Oh, fuck, sorry. Das waren die letzten. Alles klar. Sargento bringt Lenzer vorbei, um die Kanone einzusammeln. Warte so lange. Warte so lange.